Nun sind beinahe 80 Jahre seit dem Tag vergangen, an dem sich das Leben für die meisten Russlanddeutschen von einem Schlag auf den anderen verändert hat. Erbarmungslos in Viehwaggons geworfen und gen Osten verschleppt. Wenn ich allein schon diese eine Tatsache einigen Unwissenden sage, höre ich sie nicht selten zynisch antworten: Ja, aber die Deutschen haben ja auch Mist gebaut. Die Sowjets hatten da ihre Gründe. Wirklich? Was haben die Wolgadeutschen denn gebaut? Außer ein prächtiges, vielen unbekanntes Gebiet an der Wolga aus dem Nichts geschaffen. Wie es der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der für sein Werk Archipel Gulag bekannt ist, so schön formulierte, frei übersetzt: Besitzt die Welt denn auch nur eine Wüste, die die Deutschen nicht verwandeln könnten in blühendes Land? Nicht umsonst sagt man im alten Russland, die Deutschen erinnern an die Weide, wohin man sie auch pflanzt, sie gedeiht. Diese Worte finden sich auch auf dem neuen Denkmal zu Ehren der russlanddeutschen Opfer in der UdSSR in der Stadt Engels, in der ehemaligen Hauptstadt der Wolgadeutschen Republik. Was haben Greise, Frauen und Kleinkinder getan, dass man sie wirklich wie Vieh behandelt hat? Es waren ca. 500.000 Deutsche, Staatsbürger der Sowjetunion, die aufgrund ihrer Deutschstämmigkeit ihr Leben lassen mussten. In einem Buch von Guido Knopp, dem bekannten deutschen Historiker, meine ich sogar, was von 600.000 Russlanddeutschen gelesen zu haben. Mit anderen Worten, gut die Hälfte der in der Sowjetunion beheimateten Deutschen überlebte diese Zeit der Verfolgung und Zwangslageraufenthalte nicht. Es ist eine anerkannte Tatsache, dass gerade die Deutschen in der UdSSR zu den ersten Opfern von stalinschen Zwangsmaßnahmen gehörten. In Russland wurden nun die langen Listen der Opfer des Stalin-Terrors ins Netz gestellt. Und zwar auf der Seite base-memo.ru. Also base.memo.ru. Von der international tätigen Menschenrechtsorganisation Memorial mit Hauptsitz in Moskau. Die meisten Aufgelisteten tragen natürlich deutsche Familiennamen. Ich habe den Verwaltern der Seite noch weitere Dokumente von Familienmitgliedern zugesteckt und die Liste damit nochmals verlängert. Das kann übrigens jeder tun, der feststellen sollte, dass seine Vorfahren da noch fehlen. Rund 250 Jahre lang hat die größte Gruppe der Russlanddeutschen, die Wolgadeutschen, in der ehemaligen UdSSR gelebt. So liest man in den Fachbüchern. Die Zahl stimmt natürlich. Doch genauer müsste man sagen, dass diese Russlanddeutschen erst nach der Auflösung ihrer autonomen Sowjetrepublik und ihrer nationalen Landkreise den russischen und asiatisch-russischen Boden betraten. 1939 zählte die Republik der Wolgadeutschen, die Wolgadeutsche ASSR, etwa von der Größe Belgiens, rund 600.000 Einwohner. Von denen zwei Drittel, 60%, Deutsche waren. Daneben gab es zu Beginn der 30er Jahre 16 nationale Kreise für die in den verschiedensten Teilen der Sowjetunion lebenden Deutschen. 8 davon lagen allein in der Ukraine. 1939 folgten dann die Auflösungen. Und schließlich, in diesem einen Sommer 1941, wurden von den damals insgesamt rund 1,5 Millionen Sowjetdeutschen bis 1946 ca. 1 Million nach Westsibirien, nach Kasachstan, Kirgisien und sogar nach Tadschikistan zwangsumgesiedelt. Wobei eben ungefähr 500.000 Menschen umgekommen sein dürften. Etwa 100.000 wurden in den besonders harten Dienst der sogenannten Todarmee, sprich in ein Arbeitslager, überstellt, die bis 1947 bestanden. Der ehemalige Milizoffizier und Wachmann in einem Gulag, Danzig Baldajew, hat 1939 ein dickes Buch rausgebracht, heißt in deutscher Sprache Die Gulag-Zeichnungen, voll mit sehr verstörenden Bildern von den Ereignissen, den Quälereien und dem Leben oder besser Überleben in solchen Lagern, die über die ganze Sowjetunion verteilt waren. Ich habe mal
Nur vier der Zeichnungen von Baldajew einem deutschen Publikum während einer Lesung im Hochsauerlandkreis in Westfalen gezeigt. Da kam es einem Zuhörer fast hoch vor Übelkeit. Übrigens lässt sich die Opferzahl der vertriebenen Russlanddeutschen in der UdSSR mit der der Sinti und Roma während der NS-Zeit vergleichen, was auch nie jemand zur Sprache gebracht hat. Der siebte Bundespräsident, Roman Herzog, CDU, nannte eine Zahl von 500.000 ermordeten Sinti und Roma durch deutsche militärische und polizeiliche Einheiten im okkupierten Osten, wobei einige Forscher von 200.000 sprechen. Das muss dazu auch gesagt werden. Trotz dieser Schwankungen hat niemand was dagegen, dies als einen Genozid, einen Völkermord in Europa zu bezeichnen. Natürlich ist schon ein einziges Opfer eine große Tragödie. Doch nach diesen Maßstäben bewegen wir uns, auch was die Russlanddeutschen betrifft, im Bereich des Genozids, des Völkermordes. Und unsere Gesellschaft weiß darüber nichts. Ja, nicht einmal kluge Köpfe, ich denke da in erster Linie an die Lehrkräfte, wissen über dieses Kapitel Bescheid. Nichts haben wir also erlitten. Wir sind einfach so als russische oder kasachische oder kirgisische oder tadschikische oder turkmenische Einwanderer nach Deutschland gekommen, um besser zu leben. Wozu braucht die neue, die junge Generation aber dies Wissen überhaupt? Der Philosoph und Reiseschriftsteller Nicolas Röhrig sagte einmal, wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann über seine Zukunft nicht sprechen. Dieses Zitat wird übrigens in Deutschland Helmut Kohl zugesprochen, doch in Wirklichkeit war der russische, deutschstämmige und tatarischstämmige Abenteurer Röhrig der Erste. Es gibt Menschen hierzulande, sehr viele Menschen, die bezeichnen sich als richtige Deutsche, kennen aber nicht einmal den Namen einer ihrer Urgroßeltern. Geschweige denn den Mädchennamen der eigenen Großmutter oder der Mutter. Man muss nur mal herumfragen, es ist erstaunlich, wie wenig die Leute über ihre eigene Familie wissen. Gerade junge Menschen sind oft völlig ahnungslos, was das betrifft. Ein Armutszeugnis. Denn es ist dann in etwa so, als hätte dieser Urgroßvater oder diese Urgroßmutter niemals existiert. Man weiß nichts mehr. Wann war er geboren, wann gestorben, wo gestorben, was hat er so gemacht, wie war er gestrickt, wie sah er aus. Gleichzeitig aber, man muss ja da immer gleich was Positives sagen. Gleichzeitig bin ich begeistert, wenn ich sehe, wie interessiert und emsig einige Russlanddeutsche an ihren Stammbäumchen herumwerkeln. Gut, Stammbäumchen sind es bei fleißigen Russlanddeutschen eher nicht. Und wer sich damit beschäftigt, ist meistens sehr fleißig. Die gehen über sehr viele Generationen hinaus. Diesen Leuten ist ihr Deutschsein meist sehr wichtig. Sie wollen Teil dieses Deutschlands sein. Und gibt man diese familiären Infos an die Nachkommen weiter, bleiben die Leute bewusst mit Deutschland verbunden. Man ist stolz auf die deutschen Vorfahren. Und im Grunde muss man so etwas gar nicht erklären, weil es gehört nun mal zu einem Homo sapiens, zu einem Menschen der Cro-Magnon, eben dazu, zu seiner Psyche, die Vorfahren zu ehren und sich damit zu beschäftigen. Wer der Ansicht ist, man würde damit sich nur erhöhen wollen, mit diesen deutschen Vorfahren, geht nicht tiefer ins Detail und ist meistens auch einfach nur ein Idiot, das muss man dazu sagen. Dem es stinkt, den es ärgert, dass jemand stolz ist auf seine deutschen Vorfahren oder sich eben wie ein Mensch verhält und seine Ahnen ehrt. Und genauso verhalten sich auch unsere Landsleute auf dem amerikanischen Kontinent, was die Ehrung der Vorfahren betrifft. Obwohl man ja hierzulande in Deutschland oft meint, die US-Amerikaner sehen sich ausschließlich als die Amerikaner und das war's dann.
Das ist völliger Blödsinn. Dass in Argentinien das Oktoberfest von Frauen im Dirndl und Männern in Lederhosen gefeiert wird, davon will man auch nichts wissen in Deutschland. Von Strohköpfen hört man gern mal Worte wie: Was früher war, das ist vorbei. Was heute ist, ist wichtig. Nun, auch der heutige Tag wird mal Geschichte sein. Und zwar schon am nächsten Morgen. Das heißt also, die Vergangenheit vergessen heißt auch, das Leben nicht ernst nehmen, ja überhaupt nicht leben. Die Russlanddeutschen sind selbst das Abbild dessen, was war und ist. Alles zusammengenommen. Hätte es die Vergangenheit nicht gegeben und hätte es nicht das eine oder andere Ereignis gegeben, gäbe es zum Beispiel überhaupt keine Deutschen, keine Russen, keine Briten und so weiter. Zudem stehen die Russlanddeutschen hier gesetzlich unter der Bezeichnung deutsche Volkszugehörige. Hätte man diese Einordnung bekommen, wäre unsere Vergangenheit nicht gewesen. So viel zur Gegenwart. Deutscher Volkszugehöriger. So steht's im Grundgesetz. Und damit kommen wir auch gleich zu dem, was die Russlanddeutschen als Gemeinschaft verbindet. Neben der gemeinsamen Geschichte sind es tatsächlich die diskriminierenden Erfahrungen als Deutsche in den Herkunftsstaaten. Das schweißt sehr zusammen. Der Familiensinn, unser starker Wille, mit dem es der ein oder andere von uns trotz des Stempels Mensch zweiter Klasse in der UdSSR zu was brachte. Denn man muss das Zeug dazu haben, richtig ums Überleben zu kämpfen. Und das kann wirklich nicht jeder. Schauen wir uns mal diese Sendungen über Ausreisewillige an, die schon nach einer einzigen diskriminierenden Erfahrung, einer einzigen fremdenfeindlichen Äußerung unter Tränen wieder zurück wollen. Zurück nach Deutschland, zurück nach Österreich, zurück in die Schweiz, wie auch immer. Wir mussten damit fast jeden Tag rechnen, über Jahrzehnte hinweg. Und diejenigen, die ihre deutsche Abstammung nicht vertuschten, hatten es selbstverständlich schwerer. Zudem war es nicht leicht, diese zu verheimlichen, denn die deutsche Volkszugehörigkeit wurde in die Sowjetausweise mit eingetragen. Und es machte einen großen Unterschied, ob da Deutscher oder Tatare stand, zum Beispiel. Ja, das alles hält die Russlanddeutschen zusammen. Eine Empathie gegenüber Mitgliedern der eigenen Gruppe, ein ethnisches Bewusstsein, basierend auf dem Gefühl des noch etwas Andersseins. Wir sollten also an unserer Volksgruppe festhalten. So definiert sich ja auch eine Volksgruppe im Grunde genommen. Erst jetzt, in dieser Zeit, entdecken wir durch unsere Herkunft und durch unser Nichtvergessen der Vergangenheit unser über die Landesgrenzen hinausreichendes Potenzial. Gemeinsam können wir es schaffen, unsere Stellungen in Deutschland wie in anderen Ländern der Welt zu verbessern. Es ist gar nicht so, wie es uns die Schulen und Medien hier beigebracht haben, dass die Menschen in Übersee nur an dem Geburtsort denken und sich nach einem Geburtsort identifizieren, in Sachen Nationalitätenfrage also. Die Russlanddeutschen dort in den USA, Kanada oder auch Brasilien, seit Generationen dort ansässig, haben Brauchtumpflege und aktive Vereine auf die Beine gestellt. Die existieren seit Generationen. Nicht, dass hier jemand wieder denkt, ja, die sind ja da eingewandert, die sind Einwanderer. Nein, sind es nicht. Man denke an die Organisationen wie Germans from Russia Heritage Society in der Stadt Bismarck im US-Bundesstaat North Dakota. Oder die American Historical Society of Germans from Russia in Lincoln, Nebraska. Diese bauen nun Kontakt zu uns auf. Beziehungsweise zu denen, die es wollen, hier in Deutschland. Und diese müssen wir stärken.
Zum Schluss bleibt zu sagen, ich wünsche mir, dass wir in dieser turbulenten Zeit uns selbst niemals vergessen.